I'm not the type's gotta have someone. I'm not the type's gotta be in love. I had a lot of people come and go. And plus anyway, I'm used to being solo. But it was good when you came to me. You were the one to make me believe that life could be better, that we can get by together. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bist du jetzt erschrocken? Ja. Schaut mal. Sie ist erschrocken wegen meiner Begrüßung. Also nochmal, hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt schon erkennen, wo bin ich? Genau, bei Lush. Ich komme hier an diesem Laden einfach nicht vorbei. Jedes Mal, wenn ich hier entlang laufe, werde ich reingezogen wie Magie. Nein, das wisst ihr ja, wie sehr ich Lush liebe. Und ich wurde eingeladen zu einem Event, worüber ich mich natürlich riesig gefreut habe. Uns werden heute die neuesten Halloween-Produkte quasi vorgestellt. Ich bin schon total gespannt, was es alles gibt. Und ich würde sagen, ich nehme euch wieder mit. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! So, hier hinten sind jetzt schon die Produkte aufgebaut, wie ihr es sehen könnt. Total süß, die Florence, die erklärt uns das jetzt alles. Aber von der Aufmachung her natürlich wieder total passend. Lush lässt sich da immer alles Mögliche einfallen. Also ich finde es total interessant. Florence noch erklärt, wie man in diesem wunderschönen Tuch auch noch ein Geschenk verpacken kann. Und was ich euch noch sagen wollte ist, wenn ihr was kauft, seht ihr immer hinten drauf, wer es gemacht hat, wie lange es haltbar ist. Und das finde ich ja, total interessant, vor allen Dingen, weil halt auch Lush sehr viel Wert auf Verpackung legt. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel solche Kugeln kauft, werden die in Papier gepackt, das natürlich umweltfreundlich ist. Und wenn ihr was in Zellophan packt, zum Beispiel, wartet, ich zeige es euch, lauf mal rückwärts. Wartet hier. Das habe ich nämlich mal meinen Kindern gekauft und zwar ist das so Knete zum Duschen. Total lustig. Alessandro und ich, wir haben da was draus geknetet und dann hat er es mit in die Badewanne genommen. Ich meine, ich hätte euch das auch mal in einem Follow Me Around gezeigt. Und ja, diese Verpackung hier, die ist halt total umweltfreundlich. Also die Verpackung ist kompostierbar und ja, wie gesagt, Alessandro liebt dieses Produkt über alles. Und ja, schauen wir einfach mal, was die Florence uns noch so zeigt. Und ich bin schon total gespannt. Also wie gesagt, ich liebe ja Lush total. Hier haben wir dann auch noch ganz tolle Produkte für ja, Weihnachten. Oh mein Gott, steht auch mal wieder vor der Tür. Und ich habe im Schaufenster was ganz, ganz Tolles entdeckt. Das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. So, schaut mal, wie süß ist das bitte. Ein Stern und da sind so Nelken drin, eine Zimtstange. Und wenn man ja, das Klingeln hört, wurde mir gerade erklärt, darf man sich was wünschen. Was natürlich ein Quatsch ist. Aber ich wünsche mir trotzdem was. Klingel! So, und dann zeige ich euch noch was. Wartet. Haha. Welche Farbe haben wir hier? Genau. Das haben sie extra für die Heidi gemacht. Ist das nicht süß? Oh, so goldig. Die lassen sich echt immer was einfallen, ne? Also, mega, mega, mega. Wir schauen jetzt einfach mal weiter. Und hier hat uns dann die Florence noch ein paar andere Produkte erklärt, von denen wir halt was wissen wollten. Da hat sie einfach gesagt, wir sollen ihr zeigen, um welches Produkt es geht. Und dann hat sie es uns ganz, ganz ausführlich natürlich erklärt, ist ja klar. Alles super interessant und am liebsten hätte ich alles mitgenommen. Meine Lieben, ich wollte euch noch ganz kurz vorstellen, wer natürlich mit dabei ist. Und zwar zum einen die liebe Julia. Hallo.
War klar. Wir sagen jetzt nichts dazu, ne? Heidi und Namen. Also, die liebe Lisa, die liebe Julia und die Florence. Oh, ich habe mir jetzt die ganze Zeit gar nicht gesehen. So, jetzt ist besser. So, also auf jeden Fall waren wir jetzt hier zu viert. Und wir schauen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter und wollt euch einfach mal die Mädels hier zeigen, wie schön die sind. Und ich verlinke es euch natürlich alle unten in die Infobox. In der Infobox. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig. Die Florence hat uns alles erklärt und es war so spannend und aufregend. Und ich habe sogar ein kleines Täschchen mitbekommen. Und ich würde sagen, das zeige ich euch einfach zu Hause und sage euch noch ein bisschen was dazu. Verabschiede mich jetzt hier mal von den ganzen Mädels und es war total schön. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt noch ganz kurz mit dran bleibt und bis gleich. Hallo, hallo! Ich wollte noch gemeinsam mit euch meine Goodie Bag auspacken, aber es ist schon dunkel draußen, wundert euch nicht. Ich war nämlich noch auf der Arbeit. Jetzt freue ich mich aber total, das auszupacken. Juhu! Und zwar habe ich jetzt hier einen Katalog. Da sind jetzt noch die ganzen Produkte aufgelistet. Das werde ich auf jeden Fall mal durchblättern. Dann habe ich hier noch einen Zettel. Und zwar steht da was drauf für mich. Ich lese es euch mal vor. Liebe Heidi, schön, dass du heute mit dabei warst. Wir hoffen, du hattest viel Freude und wünschen dir super viel Spaß beim Testen unserer Gruselstars. Falls du noch Fragen hast, darfst du dich natürlich jederzeit gerne bei uns melden. Alles Liebe, Florence. Vielen Dank. Da freue ich mich drüber. Dann hat mir hier die liebe Florence noch was zurecht gemacht. Das zeige ich euch gleich. Wir durften uns nämlich dann noch ein Produkt aussuchen. Und jetzt kommen wir mal zur Goodie Bag. Oh, das duftet so unheimlich gut. Und ich packe das jetzt schön zusammen mit euch aus. Also schauen wir mal, was darin enthalten ist. Hier haben wir jetzt noch einen Flyer. Okay. Natürlich Halloween-mäßig. Genau, hier sind jetzt die vier Produkte, die uns die Florence auch vorgestellt hat. Und tatsächlich, da sind sie. Genau, einmal diese Shower Cream, dann diesen Kürbis hier. Schaut mal, wie süß der ist. Und da ist ganz viel Glitzer, der ist richtig cool. Und dann habe ich hier noch diese Badekugel. Oh, die ist so toll. Das hatte ich euch ja auch eingeblendet, ne? Die verändert sich dann total und dann war die so rot und lila und oh, das war so spannend, dazu zu gucken. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, die zu verwenden. Und dann habe ich hier noch dieses Produkt hier, genau, dieses Shower Jelly. Und zwar war das ja diese, ja, Fledermaus, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen ausgelaufen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also da werden meine Jungs sicher Augen machen. Sollen wir das mal schnell zusammen rausholen? Wow, das ist total klipperig. Wow. Genau, schaut, so sieht es aus. Wow, aber das riecht total gut. Ihr könnt es jetzt gar nicht so genau erkennen, ne, weil es schon so dunkel ist. Genau, das waren jetzt die ganzen Produkte. Jetzt sehen meine Finger ganz schlimm aus. Ich wasche die mal eben und zeige euch, was die Florence mir da noch eingepackt hat. Moment. So, da bin ich wieder. Hände sind gewaschen. Oh, das riecht so gut. Oh, meine Hände, die duften. Und jetzt zeige ich euch, was ich noch von der Florence bekommen habe. Und jetzt, 1, 2, 3, denkt ihr euch? Ja, yeah, das passt zur Heidi. Es ist pink. Ich habe mich total kaputt gelacht, als es mir gegeben hat. Das ist echt passend. Also ein Flamingo. Und zwar sind die auch für die Badewanne gedacht. Man hält es dann so rein und rührt sozusagen, dann schäumt es schön auf und man kann das quasi dann in der Badewanne verwenden und es duftet. Schade, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt. Also richtig cool dieses Produkt und ich traue mich gar nicht, das zu verwenden, weil es so schön aussieht. Und das war jetzt in meiner Goodiebox. Das war es auch soweit vor meinem Video, meine Lieben. Ich blende euch jetzt noch ein bisschen was ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch gefreut habt, dass ich euch wieder mitgenommen habe. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!